Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ich würde einfach mal sagen, nächster Livestream, habe ich ja schon gesagt, ist ja am Donnerstag, wenn alles klappt, wenn ich alles hinkriege. Da könnt ihr dann gerne auch wieder mit am Start sein. Wir gehen rein in die Packs, ganz normal. Ja, mal gucken, was uns die EA dieses Mal gibt. Ihr wisst ja Bescheid, die letzten Male ist ja unglaublich gewesen an Packluck, an allem möglichen Zeug. Mal gucken, was dann dieses Mal mit dabei ist. Und es kann ja auch vorher schon ein bisschen was passieren, weil auch jetzt möchte ich ja noch mal ein bisschen was öffnen, was noch so am Start ist, was ich noch so machen kann. Ich habe hier noch ein bisschen was vor, seht ihr hier bei den Quests. Und da gucken wir mal ganz einfach, die Daily Things können wir hier einfach mal öffnen und dann mal gucken, ob man da vielleicht mal ein bisschen Glück hat und dann dies, das noch mal mitnehmen hier. 900 Punkte am Start, können wir vielleicht noch mal hier drehen. Wo bin ich gerade? Dort bin ich gerade. Okay, und zack, zack, gehen wir durch. Centurions Reisen, da bin ich. Perfekt, mal gucken, wo wir jetzt hier gelandet sind. Wir bekommen, oh, das sieht nicht so viel aus. Na gut, immerhin ein bisschen was zum Trainieren. Kann man mitnehmen. Trainieren ist immer gut. Und wo sind wir jetzt gerade? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann man bis 6 würfeln? Das wäre nochmal ganz cool, wenn man hier, doch, eine 6 geht auch. Das wäre cool, wenn ich jetzt einfach direkt noch einmal, ich drücke noch einmal drauf, weil ich würde gern hier 88 bis 97 bekommen. Das wäre jetzt nochmal, das ist wirklich so geil. Es wäre so gut. Okay, es war genau einer. Es war genau ein Feld. Danke für nichts, EA. Na gut, 200 Gems, die nehme ich mit. Die nehme ich mit, aber schade. Ich hätte die 6 gebraucht, aber dann nehme ich es halt so. Dann nehme ich es halt so und dafür habe ich jetzt alles hier geschafft. Perfekt. Centurions Questmeister mit einem Pack am Start. Schauen wir mal, Standardpack. Nehmen wir einfach mal mit hier am, ja, einfach mal reingehen, okay, ohne Walkout, 81er Chukwuetze und dann gehen wir weiter rein und gucken mal, was es so gibt, 80 bis 97, das ist noch der tägliche Umtausch, den ich machen kann, genau, den machen wir natürlich auch, vielleicht Glück, kein Glück, okay, nehmen wir mit, 83 Jorginho, perfekt und dann MLS, haben wir auch nochmal den täglichen Umtausch. Den kann ich auch noch machen. Perfekt. Und wir bekommen auch kein Walkout. Okay, auch kein Walkout. Okay, nehmen wir mit trotzdem. 81er Doku mit als Bestes. Okay, 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 okay. Nehmen wir erstmal hier mit. Okay, das hier kann ich nochmal schnell holen. 3 Herausforderungstickets. Ja gut, spiele ich sowieso nicht das Zeug, aber gut. Trainingsspiele und sowas muss ich auch noch machen, weil da kriege ich auch nochmal 300 Free Gems. Das ist ganz cool. Die würde ich da auf jeden Fall mitnehmen. Ja, sonst Centurion sieht aktuell auch sehr, sehr cool aus. Kann ich euch mal kurz zeigen hier. Ich habe nämlich, zumindest bei Parallelwelt, bin ich jetzt eigentlich mit allem durch, wenn mich nicht alles täuscht. Also guckt euch das mal an, ich habe noch da 3 Packs übrig, passt perfekt, schaffe ich. Ich kann auch hier mit 2 Packs durchkommen und ich kann auch hier easy durchballern. Also ich habe eigentlich alle 3 Van Nistelrooys safe, oder? Mal gucken, machen wir vielleicht im Livestream oder komm, wir machen einfach jetzt mal einen. Wir machen einfach jetzt mal nochmal hier ein paar Gems mitnehmen. Beim letzten Mal, das war bodenlos, habe ich nur 20 Gems hier mal bekommen. Das hat mich ein bisschen gebrochen. Da waren wieder nur die 20 Gems. Ich kriege jetzt safe wieder nur die 20 Gems, ey. Ich sehe es so kommen. Ich sehe es so, so kommen. 80, ja, immerhin. 80 Gems und jetzt nehmen wir hier einfach mal Van Nistelrooy mit. Komm, nehmen wir einfach mal mit. Und die anderen beiden können wir dann noch im Stream abholen. Das ist auch gut. Perfekt. Ja, warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Sieht doch schön aus, sieht doch cool aus. Kann man auf jeden Fall machen. Hieß der Rüd? Rüd Van Nistelrooy? Oder wie hieß der? Auf jeden Fall Van Nistelrooy, den 94er RF. Und doch, ja, Rüd. Rüd Van Nistelrooy, perfekt. Ja, am Start. Am Start auf jeden Fall. Und jetzt habe ich es abgeschlossen. Warum habe ich noch Punkte? Die könnte ich jetzt noch umtauschen, aber es bringt mir alles sowieso nicht. Ich bin überall durch. Ich bin überall durch. Jetzt machen wir dann alles noch im Stream auf. Perfekt. Aber einmal Van Nistelrooy können wir hier mitnehmen. Und ich habe 13.000 Gems auf der Uhr. Das werden noch viel mehr für den Livestream. Ihr wisst ja Bescheid. Da wird ordentlich nochmal reingegönnt. Thema Shop. Da habe ich einen roten Kreis. Gibt es da was Neues? Sieht gerade aber nicht so aus. Außer bei Top-Events. Ah ja, genau, die Gratis-Packs habe ich noch nicht gemacht. Die habe ich fast vergessen hier. Das ist natürlich nicht das, was wir sehen wollen. Wir wollen natürlich hier die
abgeschlossenen Gratis-Packs sehen. Nehmen wir mit. Zack, zack. Und wir kriegen vielleicht... Oh, sogar ein Walkout hier raus. Was ist denn das? Ein Walkout aus dem Gratis-Pack. Jetzt bin ich mal gespannt. England, ZM, was bist du? LOL. Wer ist denn... Bellingham. Einfach mal Bellingham hier raus, okay. Bellingham. 700k. Let's go, nehmen wir mit. Einfach mal ein 86er Bellingham aus so einem Pack hier ziehen. Warum denn auch nicht, ne? Warum denn auch einfach nicht? Ja gut, hier Centurions passen wir mal alles später noch im Stream. Aber was ich jetzt noch machen wollte, ich weiß, es lohnt sich nicht, aber in Anbetracht dessen, dass ich gerade ziemlich viele Coins und so ein Zeug habe und auch mit meinem Team jetzt nicht so viel verbessern kann, würde ich einfach mal hier, ich würde sagen, Leute, macht es nicht nach, tut es nicht, aber ich würde es einfach mal machen, um zu zeigen, dass es sich eben nicht lohnt. Ja, ich würde einfach mal hier 90 bis 97er öffnen. Genau, macht es lieber nicht nach. So sieht's aus, weil ich habe auch, glaube ich, beim letzten Mal nur Schmutz hier draus gezogen. Deshalb lieber nicht nachmachen. Ich stelle hier gerade meinen Packlack ordentlich auf die Probe. Ich glaube auch, dass es jetzt vielleicht nicht mehr allzu krass sein könnte, weil es eben die letzten, in der letzten Zeit so krass gegönnt hat. Und ja, ich glaube, da brauche ich eigentlich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Das sollte eigentlich safe sein, dass das hier nicht allzu krass wird. Deshalb lieber nicht nachmachen, Leute. Dann seid ihr hier auf der sicheren Seite. Okay. KK, ja. Wenn ich jetzt noch Lo Celso, dann könnte ich noch verkaufen vielleicht. Kubo, Enesiri, reicht das? Ja, das reicht. Das reicht knapp, aber es reicht. Perfekt. Ja, bestätigen wir das Ganze doch, oder? Weil die anderen hier, perfekt, die gehen natürlich auch alle nicht raus. Ja, gut, okay. Nehmen wir einfach mal, bestätigen wir das Ganze. Let's go, 11 von 11, 91. Kabore steht hier als einziges jetzt noch von mit drauf. 90 bis 97, ich bin mal gespannt. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Wahrscheinlich aber bei meinem Packlack nicht, weil ich in der letzten Zeit schon so viel Packlack hatte. Also gehen wir rein, aber wir können es ja einfach mal ausprobieren. Ja, 90 bis 97, let's go, ich drück drauf. 3, 2, 1, 1, gönn! Packlack-Pfeife am Start und wir ziehen... Okay, Toti. Italien. Maldini. Nee, das ist... Ach, Di Marco. Okay, Di Marco. Es ist 90er, oder? Ach, es ist 90er, Di Marco. Es ist 90er, Di Marco. Und oh mein Gott, was? Das ist doch nicht mehr tragbar. Es ist nicht mehr tragbar. Einfach noch Touré dahinter. Das kannst du doch keinem erzählen. LOL. Di Marco und Touré. Ich kann das nicht, Leute. Ich kann das einfach nicht. Der Mann ist untrade, also untradable, aber egal. Einfach 95er Touré im Pack. Einfach 95er Touré im Pack, Leute. Kann ich das noch irgendjemandem hier erzählen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr versteht das auch alle nicht mehr, oder? Gut, der Mann ist untradable, aber ey, das ist doch geisteskrank. Das ist doch geisteskrank, was hier passiert, Leute. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich glaube, ich brauche es gar nicht mehr alles aufzählen, was ich in der letzten Zeit gezogen habe. Ich weiß es selbst nicht mehr, es ist einfach viel zu viel. Ich würde nur mal wissen, wie viel kostet der aktuell? Also stimmt diese 58 Millionen, wenn man ihn haben würde? Stimmt das, ob hier mit dem Preis? Touré 95, ist das geisteskrank. Junge, warum wird der nicht angezeigt als Walkout? 30 Millionen, okay. 30 Millionen, aber ey, das ist doch geisteskrank, wirklich. Das ist doch geisteskrank, Hilfe. Junge, Hilfe. Boah, das ist wirklich krank, ey. Leute, Leute, Leute. Also irgendwas ist mit wirklich mit meinem Account los, ich weiß auch nicht mehr. Ich kann das gar nicht mehr erklären, so, ne? Wie kann ich sowas erklären? Also, keine Ahnung, was sich EA dabei denkt. Also, oder ob sie sich überhaupt was denken oder ob sie einfach nur einen Schalter umgelegt haben. Also hier gibt es auf jeden Fall Packlack zu sehen, Leute. Komm, ich öffne einfach nochmal einen 87 bis 97er Pack. Macht das nicht nach, Leute. Es hilft euch. Achso, Centurions habe ich aber nicht. Ja, egal. Der Mann ist sowieso untradable. Wo soll ich denn sonst reinhauen? Komm, das können wir jetzt auch einfach... Das kann ich mir jetzt auch einfach mal leisten. So, machen wir das einfach mal schnell hier. Macht das nicht nach. Es ist einfach geisteskrank. Es ist einfach geisteskrank, Leute. So, zack, zack, zack. Die Männer hier gleich mal rein, die ich gezogen habe. Perfekt. Ja, let's go.
Viele Leute kenne ich, die hier auf diesen Umtausch schwören und hier so geisteskrankes Zeug schon rausgezogen haben. Ich habe meistens gesagt, dass es Schmutz ist und das können wir jetzt auch eigentlich damit bestätigen. Oder wir sagen einfach, dass es krass ist. Ich weiß es doch auch alles nicht mehr. Ich kann das alles auch nicht mehr. Walkout, was ohne Pfeil... Oh nein, Hero. Das ist doch... Nein, das ist doch... Leute, das kann nicht mehr wahr sein. Es kann doch nicht mehr... es ist Touré. Es ist Touré. Es ist doch... Leute... ist das noch tragbar? Das ist nicht mehr tragbar. Das ist nicht mehr tragbar. Was ist mit diesem Account los? Das kann... Nein, das kannst du keinem mehr erzählen. Leute, ich kann mich nicht mehr freuen. Das ist zu viel. Das ist zu viel, Leute. Was haben wir dahinter? Ja, Frimpong noch dahinter. Ich glaub's auch. Einfach noch ein Frimpong dahinter. Ey, Leute, das ist nicht mehr tragbar. Wirklich, das ist nicht mehr tragbar. Das kannst du keinem mehr erzählen. Das kannst du keinem mehr erzählen. Zweimal Touré gezogen und ein Frimpong hinterher. Ey, aus 87 plus. Leute, ich fass es nicht mehr. Wir müssen das Video beenden, wirklich. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Das Ding ist over. Ich kann nicht mehr Packs öffnen. Ich will nicht mehr so viel ziehen, Leute. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel, Leute. Ey, wir sehen uns morgen wieder. Seid dabei. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss.